nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Kaffee und Kuchen gibt es dieses Jahr nicht etwa nicht, sondern es gibt im Clubheim. Wir haben das Kaffeezelt dieses Jahr nicht aufgestellt, weil wir Sturm hatten bis gestern und es einfach nicht stehen bleiben wollte. Also Kaffee und Kuchen müsstet ihr dieses Jahr bitte ins Clubheim gehen. Da sind unsere Damen und haben frisch gekochten Kaffee und auch selber gebackenen leckeren Kuchen für euch. Also Kaffee und Kuchen dieses Jahr im Clubheim. Und wir sehen da gerade einen brutalen Schmeck von Henrik Klausen. Der lässt mal so richtig krachen mit seinem Kroner. Voll geil im Mund, also wie ich das sehe. Schmeckt. Und wenn ihr eure Hände aus der Hosentasche nehmt und mal applaudiert, dann macht ihr euch vielleicht noch eine Nummer aggressiver. Und wenn ihr den Schlepp alleine haben wollt, müsst ihr bitte bei Klaus Bescheid sagen an der Schiebetage. Da hat mir gerade gesagt, der Schlepp ist nicht stabil, der möchte gerne an der Fliegen sitzen, dass er reicht, dass der Henrik die Grenzen einhält. Das heißt, Pilot steht am Pilon und mit dem Trend für die nächste Runde und macht dann auch seinen Schiebschlepp. Das war aber hardcore. Overspeed ist auf dem letzten Meter ausgelegt. Aber es ist gleich fertig. Macht mal Applaus, macht mal den Applaus für Henrik Klausen. Und mal kurzzeitig hier ein frisch angesehenes Getreidefeld verschwunden. Wow, sauber. Ich merke, du bist nicht so viel im Internet unterwegs, Christian. Bitte TikTok vom Feinsten. Wow. Hey, hey, Laura, Laura. Oh, lässt euch tragen. Macht mal den Lärm von Henrik. Hey. Jawohl, sauber, richtig Auto. Los in. Henrik, sauber, bin begeistert. Björn hat schon gesagt, es geht noch lower, aber der Björn ist ja nicht da. Also ich